Ey Leute, Mann, ihr glaubt nicht, was gerade am Start ist, okay? Akin und ich dachten so, komm, wir machen uns heute einfach mal einen Chillerabend. So, cool. Aber es gibt etwas ganz Spezielles, denn anscheinend. Das Ding war, das haben wir letztes Jahr schon mitbekommen und anscheinend ist es dieses Jahr wieder so. Bei uns, da wo ich wohne, gab es nämlich mal so, ich sag mal, so eine offene Fläche, wo so auch so Volksfest schon war. Und anscheinend soll da auch irgendwann mal was passiert sein oder so, keine Ahnung, jetzt no joke, okay, so wirklich, das ist einfach mal irgendwann passiert in der Vergangenheit. Und letztendlich gibt es jemanden, so, das erzählt man sich halt hier immer so in der Stadt, der immer einfach so als Clown oder so dann immer da verkleidet ist und so. Ein auf so, yo, keine Ahnung, ich weiß nicht, was der macht, Digga, was machst du so, hä, okay. Aber wir dachten uns, hey, es ist Halloween und wieso gehen wir nicht einfach mal zu diesen Stellen und schauen, ob wir den finden, schauen, ob da irgendwas passiert oder so, keine Ahnung, wir wissen selber nicht, was passiert. Es kann auch sein, dass da einfach gar nichts ist oder so. Oh, stell dich einfach mal ganz kurz hier knackig hin. Wir werden nämlich uns jetzt dann gleich auf den Weg machen, wie gesagt, zu diesen besagten Stellen hinfahren, einfach mal gucken, ob wir was sehen. Ich sag nur, wir sind schon mal zweimal nachts in so Geistersachen, verlassene Sachen und sowas gegangen und es war, naja, es ging nicht so lustig gut aus. Leute, für die Aktion, Mann, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst und abonniert alle kostenlos, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Mann, okay? Ihr müsst es machen. Wir gehen jetzt dafür euch hin, wir suchen jetzt zusammen Pennywise. Stell dich schnell vor, Digga, es ist so schwierig, so eine echte Pennywise. So. Genau, ganz bestimmt, oder? Okay, komm, also. Warte, Licht müssen wir mitnehmen, sonst sind wir hart arm dran. Hast du irgendwie Pfefferspray oder so? Die Tür zu so und dann... Ey, ich sehe gerade schon selber gruselig aus. Wisst ihr, Akin ist immer diese eine Person, die sich einfach bei der kleinsten Sache schon einkackt. Akin direkt Angst so. Ich glaub ja eigentlich immer so einen Scheiß gar nicht, aber so bisschen, so ein paar Prozent glaubt man doch immer, dass was abgeht eigentlich, oder? Ein paar Prozent, oder? Ein paar Prozent. Oh, Bro. Bro, wo sind wir? Ich sehe nichts mehr, ne? Ich sehe absolut nichts mehr, okay. Das ist schon nicht an, Jan. Heftig Schiss. Also wirklich so. Scheiße. Und die Musik. Ja, eine ganze Stadt hier, was ist das? Digga, ich hab absolut keine Ahnung, wo wir sind. Oh, hier. Ich glaub hier. Ja, hier sind die Gitter. Da kannst du rein, ja. Oh mein Gott. Wisst ihr, das Ding ist, die einen machen das halt tagsüber und es ist ja nicht so schlimm. Tagsüber ist ja alles easy so, aber wir machen es halt nachts. Ich sehe nur Licht, ich sehe gar nichts. Okay, Bro, weißt du, wo wir sind? Okay, anscheinend. Sieht man da? Oh. Ah. Jawohl, du gehst da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir sind ja schon da. Oh, ich höre immer so kleine Geräusche. Ich hasse das. Was ist das? Irgendwelche Festplatten. Oh, mach nicht sowas, Akin. Hier ist ein Haus. Da ist ein Haus. Und wo war der Zirkus hier nochmal? Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Zirkus war, aber es waren irgendwie so Freizeitaktivitäten drin. Und zwar irgendwie auf diesem riesigen Gelände hier. Also. Jo, hast du es gehört? Ich hab gar nichts gehört. Ich glaub, schau mal, was ich gefunden habe, Alter. Hier liegen überall irgendwelche komischen Monitor. Nochmal ein Medium-Monitor. Einfach. Ja. Hier. Relax. Sollen wir mal zu der Tür hingehen? Ey, ich bin weg bei einer Ratte, ich sag's dir. Ja, warum liegt da überhaupt ein Receiver? Wieso liegt da ein Eimer Popcorn? Hier hat jemand schon gepennt. Bro, Pennywise ist ein Ey, das irgendwas ist hier nicht normal. Ich seh's nicht. Hallo? Lol. Hallo? Hier ist niemand. Sollen wir da hochgehen und kurz gucken? Okay, Teddy Bear. Hi. Wie geht's dir? Alles klar hier? Freut mich auch, dich kennenzulernen. Ich brauche mal langsam, manchmal geht nicht. Ich habe irgendeine Glasscherbe gerade gehört. No joke. Irgendwo. Wow. Okay. Digga, was steht da? Kannst du setzen? Oh, da ist ein Datum. 19.06.2016. Wieso ist es zu weit drin? Oh. Ach, okay, das ist niemals. Kann doch niemand sein, dass der Akku leer ist. Ich habe den Akku zu 100 Millionen Prozent komplett aufgeladen. Jetzt wirklich, ohne Witz. Ich habe den 2 Stunden dran gehabt. Der kann nicht einfach leer gehen. Was machen wir jetzt? Wir müssen nochmal heim Akku aufladen. Wir können sonst nicht. Digga, ich laufe hier nicht rum, wenn scheiß Licht nicht da ist, ne? Schau mal, man sieht dich nicht mal mehr. Hast du es gehört? Digga, mal ganz ohne Witz. Ja. Wir sagen ja immer so, ja, wir glauben nicht dran und sowas.
Aber was ist, wenn da irgendjemand rauskommt oder irgendwie so, weißt schon, also jetzt im schlimmsten Fall so ein Clown? Was machen wir da? Ich mein's ernst, also... Rennen. Ich habe die Safe aufgeladen, komplett. Sie geht auf einmal einfach leer. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht, was passiert ist, aber wir müssen jetzt nochmal kurz aufladen und nochmal hergehen, weil ansonsten ist es echt zu gefährlich, da ohne Licht rumzulaufen. Das Komische ist, dass die Kamera gerade auch einfach leer ging. Das heißt, wir sind nochmal heimgefahren, haben nochmal einen neuen Akku geholt, haben jetzt also ein bisschen Licht, ein bisschen Akku und versuchen jetzt einfach nochmal reinzugehen. Okay Leute, wir gehen jetzt einfach nochmal direkt zu dem Haus, wo wir vorhin drin waren. Ganze komische passiert ist. Schauen, ob da jemand ist. Checken die Lage, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwo jetzt ein Clown oder irgend sowas sein sollte. Hallo? Ja, komm, wir gehen nochmal. Oh, ich hab echt. Wow, was ist das? Ich schwöre, sollen wir mal runtergehen? Da kommen wir. Warte. Okay, nicht lustig. Hallo? Digga, das ist safe. Warte. Hallo? Ey, okay, das war jetzt echt. Ich schwör, das ist nicht lustig. War das irgendwas von dir? Ich schwör dir. Ich mein's ernst, Akin, war das irgendwas von dir? Ich mach sowas nicht, aber. Akin, war das irgendwas von dir? Nein, es war nicht von mir. Ich schwör. Ich schwör auf alles, Digga. Es war einfach nicht von mir. Ich mach doch komische Faxen. Hallo? Digga, mach das nicht, komm zurück. Fuck, was geht hier? Wo kam das denn her? Ist niemand. Wo kam das denn her? Ja, das kam von oben, glaube ich. Bist du sicher? Ich weiß nicht. Ich glaube, das kam von oben. Ich hab echt. Hallo? Ja, okay, lass gehen, Mann, wirklich. Ich hab kein gutes Gefühl mehr. Okay, bitte lass gehen. Ich hab einfach kein gutes Gefühl mehr. Ich muss loslassen. Der Arschmann. Oh mein Gott. Oh. Was war das? Akin, ich schwör, bitte, wenn du einen Prank gemacht hast, sag's mir jetzt, bitte. Ich schwör, Mann. Bitte sag's mir jetzt. Bro. Digga, ganz hast, ehrlich, hast Mann. Hast du mich geprankt? Nein, Digga, ich schwör's dir, ich hab dich nicht geprankt, Mann. Wieso soll ich dich pranken? Bist du behindert, fahr. Digga? Akin, bitte. Digga, fahr. Bist du behindert, Mann, natürlich. Akin, bitte fahr. Leute? Ich bin raus. Ich bin raus, sorry, wirklich.